Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Wir streiten und kämpfen. Ja, das hier wieder als Hose mit Let's Plays Kevin und endlich hier. Wir sind hier bei der Hauptquest und müssen jetzt mit dem Chef von den Graubärten reden. Der sitzt irgendwo einsam und allein auf der Bergspitze. Wir haben jetzt von den Jungs einen Schrei gelernt. Wolkenloser Himmel oder so. Der hat uns das Tor hier aufgeöffnet. Dann probieren Sie gleich nochmal, weil da ist ja schon wieder Nebel und so ein Schmarrn. Nokwatu. Okay. Ja, seht ihr. Ja? Da geht's dann schon weiter. Ja. Was ist denn da schon wieder? Ah, der Nebel tut weh. Aha, okay. Das ist so ein Zaubernebel, oder was ist denn das? Ja. Doch, ja. Ja. Log, Vaku. Genau so geht das. Ja, ich habe mich ja schon gewundert. Und irgendwie setzt er in letzter Zeit die Mucke dauernd aus. Oder es gibt keine mehr. Aber ich frage mich, wenn da, ja, dieses Rind durch die Gegend. Oh. Machen wir das mit Verbrennern wieder, ja? Okay. Oder, ja. Wie gesagt, ja, Zerstörungszauber. Wir sind hier jetzt dauernd am Schreien, Leute. Ihr dürft euch nicht wundern. Ich hau da einmal die Tremor rein. Die sollen da vorgehen. Und retour gleich wieder. Wo ist denn schon wieder was? Ich brenne meinen eigenen Tremoras. Das Zeug über den Pelz, auf dem Pelz. Ich glaub's ja nicht. Was hat denn der? Ja, der wollte nur essen jetzt. Meine Güte. Ziegenfell. Mein Gott. Log, Baku! Klingt ja nicht schlecht, der Schrei, oder? Wir haben sie bald überstanden. Komm, lauf mit. Bergziege. Ah, ein Eisgeist. Verschwind. Ja. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob der uns überhaupt was tun wollte. Log, Baku! Großvater kommt da nicht mehr mit, gell? Ja, schwächelt ein wenig da hinten. Aber endlich wieder Musik, ja. Ja, ich schaue mir gleich einmal die Aussicht wieder an. Das scheint der höchste Berg im Himmelsrand zu sein. Log, Baku! Ja, natürlich. Ah, ist das cool. Ja, laufen wir ein wenig schneller.
weil sonst kommen wir in der Folge wieder nicht durch. Ja, wir haben es da, glaube ich, bald geschafft. Darauf noch. Oh ja, und noch einmal, komm her. Look, Baku! Na komm, du siehst ja. Haben wir es entdeckt, ne? Also. Hallo? Drem Yolok, seid gegrüßt, Wundunik. Ich bin Par Turnax. Ja. Wer seid ihr? Was bringt euch zu meinem Strunmach, meinem Berg? Par Turnax, alter Socken, ja, na hallo. Erstmal, cool, Junge, Par Turnax. Ich hatte nicht erwartet, dass ihr ein Drache seid. Ich bin, wie mein Vater Akatosh mich erschaffen hat, so wie auch ihr, Dovahkiin. Sagt mir, warum seid ihr gekommen, Volan? Warum stört ihr meine Meditation? Ja, jetzt aber wirklich, gell? Ich muss den Drachenfall schreien lernen. Könnt ihr ihn mir beibringen? Drem, Geduld. Es sind Formalitäten einzuhalten beim ersten Zusammentreffen von zwei Doof. Gemäß langer Tradition spricht zunächst der Ältere. Hört meinen Ton. Spürt ihn in euren Knochen. Tut es ihm gleich, wenn ihr Dovahkiin seid. Sorry, ja. Ich habe gesprochen. Das Rodmulag wartet. Lass dir, Bibopo, und ja. Geschöpf, sondern als Dova. Nun gut, wir müssen den Schrei ausrüsten und dann hauen wir da kurz mal an die Wand, schätze ich mal, ja, Schrei. Wo war das? Feuerarten, gell? Den rüsten wir aus. Und dann kommt. Mich die Macht eures Tun spüren. Ist okay, ja. Jo, oder muss ich dich jetzt anhauchen, ne? Warum zaudert ihr? Seid ihr Dovahkiin oder nicht? Ah, ja. Sosedorf Losmul. Das Drachenblut ist stark in euch. Es ist lange her, seit ich das Vergnügen hatte, mit einem meiner eigenen Art zu sprechen. Nun denn, ihr habt also zu mir gefunden. Kein leichtes Unterfangen für einen Jor. Sterblichen. Selbst für ein Dovahsos. Drachenblut. Was wollt ihr von mir wissen? Ja, könnt ihr mir den Drachenfallschrei beibringen? Alter, Paraturnax. Ich habe euch erwartet, Proda. Ihr würdet nicht den weiten Weg bis hierher kommen, nur für ein Teamwag mit einem alten Dovah. Nein, ihr sucht eine Waffe gegen Alduin. Woher wusstet ihr, dass ich nach Drachenfall suchen würde? Alduin Komet Tiit.
Was sonst solltet ihr wollen? Alduin und Dovahkiin kehren zusammen zurück. Aber ich kenne den Tun, den ihr sucht, nicht. Krossis, ich kann ihn nicht kennen. Das hat eure Art, Jor, Sterblicher, als Waffe gegen die Dorf, die Drachen erschaffen. Unsere Hatrime, unser Verstand, kann seine Vorstellungen nicht einmal begreifen. Und wie kann ich ihn dann lernen? Drenn, alles zu seiner Zeit. Zunächst eine Frage an euch. Warum wollt ihr diesen Tun lernen? Ich mag denn, ich muss Alduin aufhalten. Ja, Alduin, Semach. Der ältere Bruder, talentiert, habgierig und schwierig, wie es bei Erstgeborenen so häufig der Fall ist. Aber warum? Warum müsst ihr Alduin aufhalten? Mir gefällt diese Welt, sie darf nicht untergehen. Prusa, dieser Grund ist so gut wie jeder andere. Viele teilen eure Meinung, wenn auch nicht alle. Manche würden sagen, dass alles einmal enden muss, damit etwas Neues entstehen kann. Vielleicht ist diese Welt einfach das Ei des nächsten Kalpa. Lane Vukin, würdet ihr verhindern wollen, dass die nächste Welt entsteht? Ich bin nicht hier, um mit euch über Philosophie zu diskutieren. Die nächste Welt wird sicher um sich selbst kümmern können, ja? Was? Eine anständige Antwort. Rofus, vielleicht bringt ihr nur die Kräfte ins Gleichgewicht, die darauf hinarbeiten, das Ende dieser Welt zu beschleunigen. Selbst wir, die wir auf den Strömungen der Zeit dahingleiten, sehen nicht, was hinter dem Ende der Zeit liegt. Vulcitit los Tachrodis. Wer versucht, das Ende zu beschleunigen, wird es vielleicht verzögern. Wer darauf hinarbeitet, das Ende zu verzögern, bringt es vielleicht näher. Aber ihr habt meiner Schwäche für Sprache schon zu lange nachgegeben. Krossis, jetzt werde ich eure Frage beantworten. Wisst ihr, warum ich hier lebe, auf dem Gipfel des Monaveen, den ihr den Hals der Welt nennt? Nein, Drachen mögen durch die Berge. Daran habe ich nie gedacht. Richtig. Aber nur wenige erinnern sich daran, dass dies genau die Stelle war, an der Alduin von den alten Zungen besiegt wurde. Warucht Unslaat. Vielleicht kann nur noch ich mich daran erinnern, wie er besiegt wurde. Mit dem Drachenfallschrei, richtig? Ja und nein. Wie Gnus Nikron. Alduin wurde nicht wirklich besiegt. Denn sonst wäret ihr heute nicht hier, um zu versuchen, ihn zu besiegen. Die Nord jener Tage wandten den Drachensturzschrei an, um Alduin auszuschalten. Aber das war nicht genug. Ork Mulag Unslaad. Es war die Kell, die Schriftrolle der Alten. Sie haben sie angewandt, um ihn hilflos den Strömungen der Zeit auszusetzen. Eine Schriftrolle der Alten, was ist denn das? Wie soll ich das in eurer Sprache erklären? Die Dorf haben Wörter für solche Dinge, die Jor nicht haben. Es ist ein Artefakt
von außerhalb der Zeit. Es existiert nicht, doch es hat immer existiert. Rach Wachlan, sie sind Fragmente der Schöpfung. Die Kelle, Schriftrollen der Alten, wie ihr sie nennt, wurden häufig für Prophezeiungen verwendet. Ja, eure Prophezeiung entstammt einer Schriftrolle der Alten. Aber dies ist nur ein kleiner Teil ihrer Macht. Sophas Suljek. Wollt ihr damit sagen, dass die Alten Nord-Alduin in die Zukunft geschickt haben? Nicht absichtlich. Einige hatten gehofft, er wäre für immer verschwunden. Für immer verloren. Meje. Ich wusste es besser. Tid bo amativ. Die Zeit fließt ständig weiter. Eines Tages würde er auftauchen. Darum habe ich hier gelebt. Ich warte schon seit tausenden eurer Jahre. Ich wusste, wo er erscheinen würde, aber nicht wann. Und wie soll mir das jetzt weiterhelfen? Tid Krent. Die Zeit wurde hier zertrümmert wegen dem, was die alten Nord-Alduin antaten. Wenn ihr diese Kell, diese Schriftrolle der Alten, hierher bringt, zur Tid Achran, der Zeitwunde, mit der Schriftrolle der Alten, die zum Zertrümmern der Zeit verwendet wurde, könnt ihr zurückgehen zum anderen Ende der Bruchstelle. Ihr könntet Drachensturz von denen lernen, die ihn geschaffen haben. Wisst ihr, wo ich eine Schriftrolle der Alten finden kann? Crossis, nein. Ich weiß wenig von dem, was sich in den langen Jahren ereignet hat, seit denen ich hier lebe. Ihr seid vermutlich besser informiert als ich. Der Wahrer des Wissens der Akademie von Winterfeste könnte es wissen. Vertraut euren Instinkten, Dovahkiin. Euer Blut wird euch den Weg weisen. Ja. Oder optional sprich mit Arngeier. Leute, wir machen hier einen Cliffhanger, weil ich unterhalte mich da jetzt mit ihm ja noch ein wenig weiter. Und dann, ja, hoffe ich, wir sehen uns wieder. Ah, der Typ ist extrem cool. Also, Patunax, ja, Großvater und Tussita verabschieden sich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.